Moin zusammen! In diesem Video wollen wir uns das iPhone SE 2 und die Unterschiede zum iPhone 8 und dem iPhone 11 anschauen und auch, welches sich zu welchem Preis am meisten für wen lohnt. Das iPhone SE ist seit 2016 Apples günstigstes Einsteiger-iPhone. Es ist nicht für Menschen gedacht, die immer die aktuelle Technik haben wollen, sondern für die, die sich sonst ein älteres, gebrauchtes iPhone kaufen würden oder die von einem Android-Mittelklasse-Handy auf ein iPhone wechseln wollen. Vergleichen kann man das iPhone SE 2 weder richtig mit seinem Vorgänger, weil der inzwischen über 7 Jahre alt ist, und auch mit seinem Nachfolger wird es schwierig, ihn zu vergleichen, denn der kostet je nach Händler neu zwischen 500 und 550 Euro. Da wäre der Kauf von einem iPhone 13 Mini für refurbished um die 570 Euro deutlich sinnvoller. Wir wollen uns aber nicht mit dem iPhone SE 3 beschäftigen, sondern mit dem SE 2. Und dies vergleichen wir mit dem iPhone 8 aus dem Jahr 2017 und dem iPhone 11, welches ein halbes Jahr vor dem iPhone SE 2 herauskam. Das iPhone 8 bildet die Grundlage für das iPhone SE 2. Das Aussehen ist identisch und auch fast alle Bauteile wie die Kamera, die Lautsprecher und der Fingerabdrucksensor sind identisch oder haben nur ganz kleine Veränderungen. Der Prozessor ist jedoch nicht der A11 aus dem iPhone 8, sondern der A13 aus dem iPhone 11. Dieser neuere Prozessor sorgt natürlich dafür, dass das iPhone SE 2 genauso schnell ist wie das iPhone 11, was deutlich schneller ist als das iPhone 8. Aber auch die Kamera profitiert im Vergleich zu dem iPhone 8 von dem schnelleren Prozessor. So hat das iPhone SE 2 beispielsweise die Porträtfunktion, welche, wenn man Menschen fotografiert, den Hintergrund unscharf macht. Das iPhone 8 kann dies noch nicht. Aber auch insgesamt sehen die Bilder durch die bessere Softwarebearbeitung beim iPhone SE 2 besser aus als mit dem iPhone 8. Preislich liegt das iPhone SE 2 bei dem iPhone 8 und unter dem iPhone 11. All diese Preise sind für die Modelle mit 128 GB Speicher, da ich 64 GB Speicher wirklich keinem mehr empfehlen kann. Der Zustand der Geräte variiert natürlich, aber für die Preise bekommt man die Geräte in einem heilen Zustand jedoch mit normalen Gebrauchsspuren. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme, denn die Preise, besonders bei gebrauchten Geräten, ändern sich sehr stark, im Laufe der Zeit jedoch meistens nach unten. Bei diesen Preisen sieht man aber auch, dass das iPhone 8 gleich viel kostet wie das iPhone SE 2. Und auch wenn die Preise noch mal ein bisschen auseinandergehen, sollte man trotzdem lieber das iPhone SE 2 kaufen. Beim Blick auf das iPhone 11 wird es schon ein bisschen schwieriger, weil hier aktuell der Refurbished-Preis sehr hoch ist. Darum würde ich euch empfehlen, wenn ihr dieses Video etwas später guckt, selber zu gucken, wie dann die Refurbished-Preise sind. Sonst würde ich aber jedem, der nicht unbedingt den kleinen Formfaktor des iPhone SE 2 braucht und nicht unbedingt Touch-ID haben möchte, empfehlen zu gucken, ob er ein günstiges, gebrauchtes iPhone 11 findet, weil dies für ein wenig mehr Geld doch einiges mehr kann, vor allem bei den Kameras. Gruß von Oma und abonnieren nicht vergessen.